Hier ist Arnulf Rating. Hallo Norderstedt. Ja, das ist ein großes Jubiläum gewesen. 41 Millionen Mal wurde die Zeitung zum 60. Jubiläum verbreitet, in alle Briefkästen gedrückt. Jeder, der seinen Briefschlitz nicht schnell genug zudrehen konnte, hatte die Zeitung da drin. Das ist auch wirklich eine gute Zeitung. Da ist manches sehr klar. Nicht wahr? Hier zum Beispiel so eine Meldung. Aus. Ja, das ist kein verschachtelter Nebensatz. Das ist einfach, ja, klar formuliert. Und das Prinzip der Zeitung abbilden, worum es geht, da sehen wir sofort, den kennen wir. Ja, der war zwar nicht auf der Briefmarke abgebildet, sonst hätten wir ihn von hinten lecken können. Aber das ist wunderbar. Ja, nicht? Und zum Vergleich wird sofort ein Käse angeboten. Also das ist hervorragend gemacht. Das ist prima. Die ganze Wulff-Affäre, die Aufklärung verdanken wir dem investigativen Journalismus der Bild-Zeitung. Warum, weiß bis heute keiner, aber wir haben das genau verfolgen können. Staatsanwalt bei Wulff. Um 17.21 Uhr ging die Fahnder in sein Haus. Ganz wichtige Information. Wenn sie um 17.22 Uhr gekommen wären, wäre es zu spät gewesen. Ja, das ist ganz genau. Und der neue Präsident wird hier natürlich auch vorgestellt. Gauck wird Präsident. Und da sehen wir sofort, das ist eine ganz andere Ära. Da wird hier eine Margarine empfohlen. Also, das ist wunderbar gemacht. Ja, da sind wir sofort informiert und im Bild. Ja. Wir haben auch erfahren, wie dieser Präsident aus der Mitte unseres Volkes demokratisch erwählt wurde. Bei mir im Taxi wurde Gauck zum Präsidenten. Ja, da hat die Kanzlerin in irgendeiner Taxi angerufen. Das hätte jeden von uns treffen können, wenn wir in der Taxi gewesen wären. Ja, da wird auch hier wieder ein Käse empfohlen. Also das ist wunderbar gemacht. Nicht wahr? Jetzt wird es allerdings teuer. Inflationsalarm. Da gehen wir schnell noch mal zu Penny. Da gibt es den Spargel für 99 Cent. Ja, und wir haben kein Geld mehr. Hier fährt Pleiteschlecker im Porsche spazieren. Der kann sich nicht mal mehr ein viertüriges Auto leisten. Also das ist unwahrscheinlich. Die Preise steigen. Skandal um Organspende. Ein Herz kostet 180.000 Euro. Wussten Sie das? Ich habe meins damals noch verschenkt. Also es ist unglaublich. Ja. Spenderorgane werden Privatpatienten bevorzugt. Was soll das Fragezeichen? Also es ist unwahrscheinlich. Wir haben kein Geld mehr. So werden Alte ins Ausland abgeschoben, nicht wahr? Die werden in eine Pflegefabrik nach China verbracht oder im Windelbomber nach Thailand. Wir können uns das einfach nicht mehr leisten. Ja, wir haben kein Geld mehr. Das Fernsehen ist natürlich hier auch Titel. Jenny Elvers, ich schäme mich so, die hat im Fernsehen rumgelallt und ist sofort in den Entzug gegangen. Das ist vorbildlich, wenn alle, die im Fernsehen rumlallen, sofort in den Entzug gehen würden. Also das wäre eine tolle Sache. Ja, das wäre wunderbar. Das wäre wünschenswert. Das Fernsehen hat ja auch immer weniger Geld. Jetzt auch noch Nackte bei Gottschalk. Die können sich nicht mal mehr Kostüme leisten. Also das ist schwierig. Und Tatort ohne Mörder, das ist wirklich an der falschen Stelle gespart. Da geht eine Kernkompetenz verloren. Also man hat das Gefühl, da kommt was ins Wanken. Meuterei auf der MS Deutschland. Ja, da haben sie den alten Kapitän gekündigt. Jetzt soll das Sascha Hehn machen. Also ob der das hinkriegt, ich weiß es nicht. Das ist ja eine schwierige Aufgabe. Wir haben das gesehen Anfang des Jahres, wie dieses Schiff, dieses Kreuzfahrtschiff im Mittelmeer plötzlich quer lag. Ein ganz historisches Datum. Am Freitag, dem 13., stand das hier in der Zeitung. 100 Jahre nach dem Untergang der Titanic und kurz vor dem Ende des Maya-Kalenders. Nicht ein Schiff, was so ähnlich heißt wie ein griechischer Schlagersänger Costa. Nicht ein Symbol für ganz Südeuropa. Und wir haben die Frage, sind noch Deutsche im Todesschiff? Das interessiert uns. Alles andere ist doch scheißegal. Ja, ich meine, ja, ist doch. Nicht? Ja, sicher. Wenn sonst im Mittelmeer ein Schiff untergeht, bei Lampedusa oder so, das interessiert uns. Die sind ja keine Deutschen im Todesschiff. Höchstens, wenn die Italiener uns aus der EM schmeißen. Und die haben so einen dabei, der sieht gar nicht italienisch aus, dieser Balotelli. Der schießt ein Tor nach dem anderen. Da fragen wir schon mal, wo haben sie den denn aufgefischt? Aber sonst ist das doch egal. Man fragt sich ja, wie geht das überhaupt im 21. Jahrhundert mit Satellitennavigation? Nicht, dass dieses Schiff so auf dem Felsen landet. Ich habe mir schon überlegt, vielleicht hat die Rentenkasse dem Kapitän was zugesteckt, damit er dieses schwimmende Seniorenheim auf den Felsen schickt. Ja. Ja. Die Frage ist einfach, wer wird bei uns Kapitän? Und da taucht ein neuer Name auf. Steinbrück, Kanzler. Und da wird hier ein Reifenwechsel empfohlen. Und das ist genau der richtige Hinweis. Ja. Es wird ein spannendes Wahljahr.